Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Dieses Mal wollen wir über die Energie im magnetischen Feld sprechen. Ja? Auch im magnetischen Feld ist Energie gespeichert, analog zu dem elektrischen Feld. Erinnern wir uns bitte, was wir im elektrischen Feld gesagt haben. Dort haben wir gesagt, die Energiedichte im elektrischen Feld. Energiedichte. Im elektrischen Feld. Wie Elektrik. Elektrisch war 1/2 mal D mal E. Okay? Das war die Energiedichte im elektrischen Feld. Flussdichte mal Feldstärke. Und in Analogie haben wir natürlich das magnetische Feld. Das heißt, Energiedichte im magnetischen Feld. Wm ist gleich 1/2 Flussdichte mal Feldstärke B mal H. Okay? Wollen wir wieder sagen, okay, mit B ist μ mal H, Permeabilität, ja, dann sind das praktisch da 1/2 μ H Quadrat oder 1/2 b Quadrat durch μ. Ja. Immer das gleiche, gut mit dem. Schauen wir sich das übrigens an mit den Einheiten. Ja, schauen wir das an mit den Einheiten. Die Einheit von b ist Voltsekunden pro Quadratmeter. Die Einheit von h ist Ampere pro Meter. Ja. Was kommt da raus? B mal H sind Voltsekunden mal Ampere pro Kubikmeter sind Wattsekunden pro Kubikmeter sind Joule pro Kubikmeter. Die Einheiten passen auch, das passt. Ja. Das ist die Energiedichte im magnetischen Feld. Okay, das ist die Energiedichte im magnetischen Feld. Wenn wir jetzt also die Energie im elektrischen Feld uns anschauen, dann müssen wir halt einfach mal den Volumen, wo dieses magnetische Feld wirkt, multiplizieren. Ja. Also wenn wir das groß W praktisch berechnen, die Energie im magnetischen Feld das ist dann das groß W M ist das klein Wm mal V dem Volumen. V, Achtung, nicht zu verwechseln, das ist das Volumen. Nicht zu verwechseln mit der magnetischen Spannung. Da haben wir blöderweise den Fall, dass das gleiche Formelzeichen hat. Also das ist Volumen. Also das mal im Volumen schreibe ich jetzt nicht hin. Das ist die Energie im magnetischen Feld. Also wenn ich weiß, das magnetische Feld wirkt auf so einen großen Volumen, dann weiß er, wie viel Energie da drinnen gespeichert ist. Energiedichte kann man ausrechnen, passt. Überlegen wir uns, was das bedeutet bei so Ummagnetisierungen. Also das ist ja so eine Hysterese-Schleife. Das Rote ist von einem Werkstoff und das Grüne ist von einem anderen Werkstoff. Was haben wir denn da? Überlegen wir uns das. Die Fläche, da steht B mal H. Ja? B mal H, das ist die Fläche da in diesem Diagramm. Ja? Diese Fläche, die Hysterese-Kurve umschließt, ja? Das ist praktisch die Energiedichte, also die Energie pro Volumeneinheit, die benötigt wird, um einmal umzumagnetisieren. Okay? Wenn ich einmal das Feld in die eine Richtung habe, und dann in die andere Richtung, ja, dann sind das die Ummagnetisierungsverluste, die Fläche da. Ja. Je größer die Fläche einer Hysteresekurve ist, ja, desto größer, desto mehr Energie brauche ich, um das magnetische Feld da drinnen erstens wieder zu zerstören, ja, und zweitens in die Gegenrichtung neu aufzubauen, weil das kann einfach viel speichern, ja, viel von der Energie speichern da drinnen. Ja. Das erkenne ich unmittelbar an der Fläche.
Hingegen, wenn das eine schmale Fläche ist, wenn das eine recht dünne Fläche ist, wenn es also wenig Fläche praktisch, ja, dünne Hysteresekurve, dann lässt sich das relativ einfach ummagnetisieren, weil ich brauche nicht viel. Das erkennt man übrigens auch an der Korrezitivfeldstärke, da das HC ist relativ groß, ja, also um diesen internen Fluss, der da entstanden ist, ja, magnetischen Fluss zu kompensieren, brauche ich bei dem roten Material eine große Korrezitivfeldstärke und beim grünen Material eine relativ kleine. Ja. Also wenn ich wenig Feldstärke brauche, dann brauche ich wenig Strom und das ist auch schon ein Hinweis darauf, ja, das geht dann relativ einfach. Ja. Diese roten Materialien mit diesen breiten Hysteresekurven, die heißen hartmagnetische Werkstoffe. Gell? Die sind hartmagnetisch. Materialien. Hartmagnetisches Material, schreibe ich. Ja? Und die grünen, die heißen weichmagnetisch. Also hartmagnetische Materialien lassen sich schwer ummagnetisieren, weichmagnetische leicht. Ja. Die sind schwer ummagnetisierbar. Und die anderen entsprechend leicht. Ja. So, jetzt was fangen wir jetzt mit der Information an? Nun, manchmal will ich das eine und manchmal das andere. Stellen wir uns vor, unser Küchenkastel, ja, oder Schurkastel oder was auch immer für ein Kastel, ein Magnet, der das zuhält. Ja. Wenn sich der relativ leicht löschen lässt, ja, die Magnetisierung relativ leicht verliert, dann wird mit dem nicht lange Freude haben. Weil dann hält es zwar am Anfang und dann aufs, kommt das Erdmagnetfeld oder was auch immer, ist es weg. Ja. Also wenn die wird das auch zerstört. Ja? Das heißt, so hartmagnetische Materialien verwende ich überall dort, wo ich mir schwer tun muss, das Zeug zu entmagnetisieren, umzumagnetisieren oder so jedenfalls. Ja? Zum Beispiel bei Permanentmagneten. Ja? Also das ist zum Beispiel für Permanentmagneten wunderbar. Bei Sachen, die davon leben, dass ich sie andauernd ummagnetisiere, ja? Zum Beispiel elektrische Maschinen, ein Transformator oder so irgendwas. Ja? Da drin gibt es ein Feld, das funktioniert elektromagnetisch, da drin muss ein Feld und das Feld muss einmal in die Richtung gehen und einmal in die Richtung. Ja? Das, sonst funktioniert der Motor nicht oder sonst funktioniert der Transformator nicht. Ja? Warum, werden wir noch sehen, aber das ist halt jetzt einmal, akzeptieren wir das, es gibt Anwendungen, wo man halt möglichst schnell umwandeln muss. Ja, umändern muss die Polarität des Magnetfeldes. Und wenn ich bei einem Motor zum Beispiel oder bei einem Trafo schon echt viel Energie einstecken muss, dass ich überhaupt das Magnetfeld da drin umdrehe. Und ich spreche noch nicht von irgendeinem Moment auf einer Welle oder sonst irgendwas oder einem Bohrer bei der Bohrmaschine. Sondern nur, dass da drin das Magnetfeld noch eine andere Richtung zeigt. Das kann ich vergessen. Ja? Da muss ich ein weichmagnetisches Material haben. Also das ist zum Beispiel für elektrische Maschinen. Also überall dort, wo ich mir leicht tun will, wo es praktisch zum Prozess gehört, einmal in die Richtung und einmal in die Richtung, wo ich dann am Nord- und Südpol und dann Süd- und Nordpol und das wechselt wie wild, dann nehme ich ein weichmagnetisches Material. Daher kommt übrigens auch der Ausdruck Weicheisenkern. Ja, das werde ich hin und wieder verwenden, den Ausdruck. Das ist nicht, weil es ein waches Eisen ist, sondern weil es ein weichmagnetisches Material ist, was sich leicht ummagnetisieren lässt. Okay? Also es gibt hartmagnetische Materialien mit großer Korrezitivfeldstärke, mit großer Fläche, wo viel Energie hineinstecken muss, um das umzumagnetisieren. Und es gibt weichmagnetische Materialien mit einer schmalen Korrezitivfeldstärke, die auch durchaus hohe Flussdichten zulassen, ja, bevor sie in die Sättigung gelangen.
aber halt wenig Korrosivfeldstärke haben, das sind weichmagnetische Materialien. Okay? Elektrische Maschinen, brauchen wir das eine, Permanentmagneten, brauchen wir das andere. Ja? Jetzt habe ich schon was angesprochen. Entmagnetisieren. Ja? Oder auch, wie ich gesagt habe, ja, werden wir nicht lange Freude haben an den Kuchelkastelmagneten, weil der durch äußere Einflüsse wird der da irgendwie durchs Erdmagnetfeld wieder entmagnetisiert und deswegen verwenden wir das Material. Ja. In den nächsten Videos werden wir uns ansehen, ja, wie, wenn ich jetzt, okay, kann man es magnetisieren, das haben wir jetzt, aber wie wird das wieder los? Ja? Ich kann ja nicht die Büroklammern und alles magnetisch und überall biegt und wie werde ich denn das los? Ja? Manchmal stört er das magnetische Feld, das werden wir uns ja anschauen und dann auch, wie halte ich denn magnetische Felder weg von meiner Applikation? Wenn ich da irgendwelche Teile drinnen habe, die sich da magnetisieren lassen, dann will ich vielleicht gar nicht, dass sie das magnetisiert. Das ist ja vielleicht, das will ich ja gar nicht. Was ist, wenn ich das nicht will? Ja? Wie schirme ich magnetische Felder ab? Okay? Das sind die Themen des nächsten Videos. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.